Dirk Baumann, jetzt war eine Woche Ligapause. Kam das aus Ihrer Sicht für die Mannschaft gerade recht oder hätten Sie lieber weitergespielt? Man kann sich das nicht aussuchen. Mir wäre auch recht gewesen, wenn wir nur 2 Tage Pause gehabt hätten und den schlechten Eindruck aus dem Berlin-Spiel gleich wieder hätten wegmachen können. So waren es dann 2 Wochen und das Gute daran war, dass wir der Mannschaft einmal ein paar Tage freigeben konnten, die ja seit Anfang August eigentlich nie mehr als 2 Tage frei hatte. Und das war doch wichtig, dass die Jungs mal auch den Kopf freikriegen, auch wieder richtig Bock haben, den Ball in die Hand zu nehmen und nicht jeden Tag zweimal trainieren. Insofern glaube ich, wird das unserer mentalen Frische für die letzten 6 Wochen sehr helfen. Insbesondere jetzt auch vor einem doch mitentscheidenden Spiel gegen Vechta. Denn ich glaube, wenn man da gewinnt, ist das Thema Klassenerhalt endgültig und auch theoretisch, praktisch und so weiter vom Tisch. Ja, genau, das ist so. Also theoretisch ist es auch dann noch denkbar, aber dann, das wäre schon absolut verrückt. Insofern, ja, ist das eine sehr wichtige Partie, was die Punkte angeht. Und entsprechend intensiv werden wir an die Sache rangehen, um auch von Anfang an zu versuchen, für klare Verhältnisse zu sorgen. Das wird wichtig sein, am Freitag von Anfang an hellwach zu sein, aggressiv zu sein, physisch zu sein, damit der Mannschaft aus Vechta gleich der Zahn gezogen wird. Die Statistiken, Sie gucken da nicht immer so unbedingt auf alles drauf, ich weiß, sind auch relativ ausgeglichen. Im Hinspiel hat Würzburg gewonnen, dann hat man hier die Fans im Rücken, also psychologisch zumindest, denke ich mal, im Vorteil, so ein bisschen auch in der Favoritenrolle, oder? Ja, mit Favoritenrolle, gut, das ist ja etwas, was uns als Trainer weniger interessiert. Was uns interessiert ist, welchen Plan muss die Mannschaft umsetzen, damit sie erfolgreich ist? Was sind die Schlüssel, die Keys, die Schlüsselpunkte? Was müssen wir tun, um dieses Spiel nicht nur irgendwie, sondern auch klar zu gewinnen? Das müssen wir analysieren, definieren und dann im Training erarbeiten, damit die Jungs es dann auch konsequent umsetzen können. Wer dann ein bisschen mehr Favorit ist oder auf wen die Wetter setzen, das ist uns egal, aber natürlich zu Hause, Vechta Tabellenletzter, trotzdem eine starke Mannschaft. Dag macht das sehr gut. Aber eine starke Mannschaft, die gerade beim Rebound Stärken besitzt, die sehr gefährliche Flügel hat. Also da müssen wir schon sehr aufpassen, um einen Sieg einzufahren. Sie haben Doug Spradley gerade angesprochen, Ihr Vorgänger, der jetzt zurückkommt mit seinen Rastermännern aus Vechta. Ist das innerhalb der Mannschaft oder bei Ihnen in irgendeiner Form ein Thema oder ist es letztlich ein Spiel für Würzburg wie jedes andere und möglicherweise eben nur für Doug Spradley dann eine emotionale Geschichte, weil er zurück nach Würzburg kommt? Ich glaube, so kann man es sagen. Ich glaube, das ist für jeden Trainer, der dann an seine ehemalige Wirkungsstätte zurückkommt, immer etwas Besonderes. Der Abstand zwischen Entlassung und jetzt wieder zurückkommen ist ja auch relativ kurz nur gewesen. Für uns, für mich insbesondere, macht es überhaupt keinen Unterschied. Wir wünschen ihm alles Gute, nur gegen uns am Freitag sicher nicht. Personell müssen wir natürlich noch nachfragen. Das Verletzungspech ist ja durch die Seuchensaison, kann man da fast schon sagen, durchgezogen. Wie sieht es aus? Soweit alle an Bord? Oder gibt es wieder ein paar, auf die man möglicherweise verzichten wird müssen? Nö, ganz gut. Lamand Ulmer ist wieder ganz gesund. Der hat uns ja in Berlin auch sehr gefehlt. Shakur natürlich nach wie vor nicht. Das wird auch noch ein, zwei, vielleicht sogar 3 Wochen dauern, bis er wieder helfen kann. Aber allen anderen geht es gut. Sean hat jetzt in der Aufzählung gefehlt. Es gibt, habe ich gehört, Gerüchte, dass er nicht mehr zum Kader gehören soll. Was ist da dran? Er wird sicher nicht spielen Freitag. Die Situation ist noch offen im Hinblick darauf, in welcher Form dieser Vertrag aufgelöst wird. Jedenfalls wird er am Freitag nicht für uns spielen. Er passt einfach nicht zu dem, was wir wollen, was wir von unserer Mannschaft erwarten. Wir erwarten Identifikation, wir erwarten Leidenschaft, wir erwarten Emotion, wir erwarten Mannschaftsdienlichkeit. Und da ist er einfach nicht der Richtige. Und das ist im Moment bei Gunas Balodes, dem Geschäftsführer, in guten Händen. Er wird dafür sorgen, dass dieser Vertrag aufgelöst wird. Marchand wird nicht mehr für Würzburg spielen.